Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und dem lang vermissten Studiumsupdate. Mittlerweile ist das erste Semester nach meiner Recovery vorüber und um ehrlich zu sein, war ich mir am Anfang wirklich unsicher, ob ich das überhaupt schaffen könnte. Also Vollzeit studieren, nebenbei noch arbeiten und dann natürlich auch meine ganzen gesundheitlichen Probleme. Denn nach meinem Auszeitjahr und den Therapien ging es mir natürlich deutlich besser. Ich war viel stabiler als noch vorher, aber dennoch habe ich immer wieder dunkle Phasen in meinem Leben, wo einfach kaum was geht. Und leider hat sich bei mir auch eine gewisse Angst vor meiner Migräne entwickelt, weil die schon häufig und sehr schmerzhaft auftreten kann und es der Migräne natürlich auch vollkommen egal ist, ob Wochenende ist, ob ich Prüfung habe oder ob irgendein Modul ist. Wenn sie da ist, dann ist sie da und dann geht einfach nichts mehr anderes in meinem Leben. Und das hat meinen Alltag auch ein bisschen unberechenbar für mich gemacht und wie eine kleine Überraschungstüte, aber glücklicherweise kann ich euch sagen, dass zwischen den Sorgen von damals und dem heutigen Tag mittlerweile 20 Wochen liegen und sich wirklich allerhand verändert hat. Und darüber werden wir jetzt reden. Ich bin natürlich dennoch sehr motiviert in mein neues Semester gestartet. Es war das Wintersemester und auch insgesamt mein 7. Semester. Und endlich konnte ich das sagen zu euch. Nach 3 langen Jahren nur zu Hause rumsitzen, kein Menschenkontakt, immer nur Online-Lehre, war es für mich auch das erste Semester in Präsenz gewesen. Und für viele aus meinem Matrikel ist das ja jetzt auch schon das letzte Semester gewesen. Jetzt sind sie fertig, haben ihren Bachelor, sind alle SozialarbeiterInnen, allerdings ich nicht. Denn ich bin ja eigentlich nach dem 4. Semester bzw. so Mitte des 5. Semesters bin ich ja ausgestiegen und muss sozusagen Module aus dem 5., 6. und 7. Semester nachholen. Und insgesamt habe ich dieses Jahr 9 Module belegt und mein Stundenplan sah so aus. Eigentlich machbar, dachte ich, doch dann kam auch noch mein Nebenjob und die Stunde Therapie in der Woche hinzu und das emotionale Kompetenzseminar erwies sich dann durch den Praxiseinsatz in der Kita, den wir zusätzlich auch noch durchführen mussten, was ich vorher nicht gewusst hatte, dann doch als sehr viel zeitaufwendiger, als es ursprünglich angedacht war für mich. Und schnell war mein Stundenplan dann so rappelvoll gewesen, dass er dann so aussah. Also, ich will ganz ehrlich mit euch sein. Ich war komplett mit diesem Stundenplan überfordert gewesen. Und nach 2 Wochen, wo ich wirklich versucht habe, das so durchzuziehen, wie es auch angedacht war, schaltete sich dann auch wieder meine Migräne ein und machte mir deutlich, dass meine Leistungsgrenze wirklich erreicht ist und ich mal einen Gang runterschalten muss, denn sonst würde ich jeden zweiten Tag Migräne haben, weil ich mich immer am Tag zuvor viel zu sehr ausgepowert habe und über meine Grenzen gegangen bin. Allgemein fühle ich mich in dem Semester auch sehr viel häufiger als normalerweise gesundheitlich angeschlagen und besonders auch nach dem Kita-Einsatz, wo man dann doch mehr Kontakt zu anderen Menschen oder zu Kinder oder zu Killer-Viren hatte, als es im normalen Leben so der Fall gewesen wäre. Aber ja, dadurch musste ich mir immer wieder ungeplante Auszeiten nehmen, manchmal nur einen Tag, manchmal für den Rest der Woche. Und dadurch habe ich natürlich extrem viel Stoff verpasst und auch schnell den Anschluss verloren. Denn nicht jedes Seminar von mir war so cool wie Management, worauf ich auch gleich noch zu sprechen komme. Und bei manchen war es halt wirklich so, wenn du nicht da gewesen bist, hast du Pech gehabt. Denn der Prof hat nichts hochgeladen oder sonstiges gemacht. Es ging wirklich nur darum, er stand da, hat seinen Monolog gehalten und entweder warst du da und hast mitgeschrieben. Und selbst wenn du nicht schnell genug geschrieben hast, war alles für dich verloren gewesen. Und das hat natürlich auch sehr gestresst und hat meiner Meinung nach auch nichts mit professioneller Lehre zu tun. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt an meinem Stundenplan, sind meine Module relativ knapp aneinander gereiht. Ich habe wirklich versucht, die teilweise anders zu legen, aber es ging nicht wirklich so. Und dadurch bekam ich auch immer wieder Probleme, überhaupt pünktlich zu irgendeinem Modul dort zu sein. Und wenn ich wirklich darauf Wert gelegt habe, pünktlich dort zu sein, kam noch der Faktor hinzu, dass ich dadurch keine Pausen machen konnte. Also natürlich sieht es erstmal entspannt aus, wenn man zwischen jedem Modul eine halbe Stunde Pause hatte. Allerdings war es kaum möglich gewesen, weil man ja jedes Mal wieder durch die Hochschule gelatscht ist, um zum nächsten Raum zu kommen oder vielleicht noch irgendwo anders was besprechen musste.
Es war eigentlich für mich kaum möglich gewesen, zum Beispiel essen zu gehen zum Mittag oder irgendwas Ähnliches zu machen, weil natürlich andere Studierende ebenfalls auf diese Idee gekommen sind und dann die Schlangen so endlos lang waren, sodass man ganz genau wusste, okay, es ist jetzt beispielsweise eine Minute nach oben, ich habe bis halb Zeit, wenn ich mich jetzt in die Schlange stelle, bin ich 25 vorne an der Theke, kann mir mein Essen holen und habe dann noch 4 Minuten Zeit zum Essen. Und den Stress habe ich mir dann gespart. Oft hatte ich Probleme am Dienstag gehabt und am Donnerstag. Am Dienstag war das Problem mit Sozialpolitik und meinem Kita-Einsatz, den ich vorher hatte. Bei der Kita war es halt eigentlich ein Programm, das wir durchgeführt haben mit unserem Pelikan. Und es kann natürlich sein, dass das mal 10 Minuten länger geht oder dass man noch was besprechen muss oder dass es einfach extrem stressig war. Und dadurch bin ich eigentlich überhaupt nicht mehr zur Sozialpolitik hingekommen, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr geschafft habe. Oder aber auch, ich war nach der Kita so K.O. gewesen, dass ich direkt wieder Migräne bekommen habe. Oder so diese Aura-Symptome, dass ich gemerkt habe, okay, du hast jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde, um nach Hause zu kommen. Und dann liegst du aber flach. Und wie? Das kann ich euch sagen, ey. Und dann am Nachmittag hätte ich ja auch noch Jugendamtrecht gehabt. Ja, das hat sich dann entweder mit der Migräne, die ich bekommen habe, erledigt, aber auch da hatte ich ständig technische Probleme gehabt, weil ich mich irgendwie nicht anmelden konnte und dadurch hat es dann auch gut mal eine halbe Stunde gedauert, bis ich den technischen Support ranbekommen habe und sozusagen an der Veranstaltung teilnehmen konnte. Und leider war das dann auch so ein Modul gewesen, was nicht so qualitativ hochwertig war, wodurch ich halt extrem viel Stress bekommen habe natürlich, aber auch den Stoff verpasst habe. Und ursprünglich war mein Plan eigentlich gewesen, dass ich in Jugendamtrecht eine Prüfung ablegen möchte in diesem Semester, aber ich habe irgendwann Herzrasen bekommen vor Stress und vor Angst, dass ich das nicht alles schaffe, dass ich nicht mehr hinterherkomme und dass ich einfach gnadenlos versagen werde. Und dann nach 10 Wochen im Semester habe ich mich dann wirklich dazu entschieden, dass ich das Seminar aufgebe, ganz egal, ob ich mir dafür schön teure Fachliteratur kaufen musste und es dann jetzt doch nicht benötige und verwende oder naja. Mir war meine Gesundheit und mein Stresspegel in dem Moment wichtiger und deswegen habe ich es aufgegeben und genauso habe ich auch Sozialpolitik sein lassen. Aber da ist der Vorteil, da musste ich keine Prüfung ablegen, weil das ein aufbauendes Modul ist. Und da hat der Prof wenigstens seine Veranstaltung aufgenommen, sodass ich in den Semesterferien diese auch noch nachholen kann. Der Donnerstag war dann der heftigste Tag für mich in der Woche gewesen mit seinen 4 Modulen, denn ich habe bereits sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich nach 2 Modulen eigentlich komplett durch bin und auch wirklich eine längere Pause, also mehr als eine halbe Stunde, mindestens so eine, besser noch 2 Stunden gebraucht hätte und einfach Ruhe, frische Luft und niemand, der irgendwas von mir will. Aber natürlich ging das leider nicht und irgendwann muss ich mir dann wirklich auch dort eingestehen, nach 2 Modulen ist Schluss und entweder mache ich diese Pause oder ich fahre nach Hause und lasse es einfach sein. Zum Glück war es aber auch so gewesen, dass mein 3. Modul am Donnerstag Management gewesen wäre. Und von diesem Modul, das habe ich ja auch schon in Vlogs mal hier und da erwähnt, war ich ja in diesem Semester sehr begeistert gewesen. Und es war, glaube ich, auch das qualitativ hochwertigste Modul, was ich belegt habe dieses Jahr oder eigentlich allgemein in meinem ganzen Studium, denn der Prof hat einfach für perfekte Lernumstände gesorgt und ich konnte einfach ort- und zeitunabhängig immer was dafür machen und das hat mir enorm weitergeholfen, denn es war so gewesen, dass der Prof zunächst erstmal Vorbereitungsskripte hochgeladen hat, die man sich durchlesen konnte, damit man wusste, okay, was wird im nächsten am nächsten Tag besprochen oder ähnliches. Dann hat er auch Zusammenfassungsvideos hochgeladen, um erstmal in diese Thematik einzusteigen. Er hat die Möglichkeit angebracht, dass man zwischen Online-Seminaren und Präsenzseminaren entscheiden konnte, auch an verschiedenen Tagen. Und hat zusätzlich auch die Online-Veranstaltung aufgenommen, sodass man diese sich auch nachträglich nochmal angucken konnte. Und dadurch konnte ich wirklich eigenständig lernen. Das war einfach perfekt für jemanden wie mich, der am Ende des Tages nicht mehr so viel Gesundheit übrig hatte, um sich dann auch noch irgendwie mit einem Management-Seminar herumärgern zu müssen. Also habe ich beschlossen, dass es wohl das Beste ist, auch wenn es das beste Seminar war,
wenn ich das komplett auslagere. Und ich habe dann wirklich, ich bin, glaube ich, zur ersten und zur letzten Veranstaltung gegangen, Präsenz, und sonst habe ich, doch einmal war ich noch online mit dabei, aber sonst habe ich das nie besucht. Aber stattdessen habe ich in den Weihnachtsferien sämtliche Vorlesungen, sämtliche Videos und Skripte nachgeholt. Und als dann das neue, also beziehungsweise als dann der Jahreswechsel war und das Semester weiterging, war ich dann auf dem gleichen Stand wie alle anderen. Nur, dass mein Wissen eben noch frischer war und ich mich an Details erinnern konnte, die die anderen schon vergessen hatten, weil die auch eben schon 8 Wochen her waren und bei mir vielleicht auch erst 3 Tage. Ich muss auch sagen, ich mag das generell viel mehr, wenn man die Möglichkeit hat, sich mal mit einer Thematik wirklich über längere Zeit und intensiv auseinandersetzen zu können. Also ich mag das lieber, wenn ich mich 2 Wochen beispielsweise von früh bis abend nur mit Management beschäftige, als unser normales Schulsystem, wo man irgendwie 10 Fächer hat von Montag bis Freitag und ständig im Kopf hin und her springen muss, sich so viele Details und Unterschiede und alles irgendwo herleiten muss. Und das ist schon irgendwie belastend und anstrengend. Und da mag ich es lieber so, wie die Core-Methode eben geht. Also, dass man sich halt bestimmte Wochen nimmt, sich damit beschäftigt und dann am Ende viel mehr weiß und sich das Wissen auch verinnerlicht hat, als aus anderen Seminaren. Also ich muss auch leider behaupten, dass ich von Management dieses Jahr am meisten gelernt habe und mich auch noch sehr gut an den ganzen Inhalten so erinnern kann. Und wenn ich das jetzt mit anderen Seminaren vergleiche, denke ich mir, ich weiß fast gar nichts mehr. Aber pscht, verrate das meinen Profs nicht. Ich hätte ja am Donnerstag auch noch ein anderes Modul gehabt, und zwar soziale Emotionen. Das gehört zu dem Bereich Psychologie. Und dann hätte ich am Freitag noch Identitätsbildung gehabt. Das gehört zu dem Bereich Methoden. Und da war es so gewesen, dass ich in beiden Modulen eigentlich schon eine Leistung erbracht hatte. Also Identitätsbildung gehört zum Beispiel auch zu tiergestützter Arbeit, die ich im 6. Semester, glaube ich, als einziges Seminar angewählt hatte. Ja, das war also alles nur freiwillig von mir gewesen und zur eigenen Weiterbildung. Und dadurch hatte ich auch keinen Stress gehabt, wenn ich das nur sporadisch besucht hatte. Und ich habe dann immer den Ablaufplan im Semester sozusagen beobachtet und geguckt, wann ist mal was Spannendes dran. Und wenn ich halt wirklich Lust hatte und auch noch genug Kraft hat, um dorthin zu gehen, dann habe ich das auch gemacht. Und wenn nicht, dann habe ich da einfach gesagt, gut, dann diese Woche nicht, dann machst du da halt was anderes. Und damit war ich eigentlich sehr fein gewesen. Und so reduzierte sich dann auch mein vollgestopfter Stundenplan auf ein gesundes Maß, mit dem ich dann wirklich leben konnte und der dann auch so gut für mich gepasst hat, dass ich ihn bis zum Ende des Semesters durchziehen konnte, ohne irgendwelche größeren Ausfälle. Als Fazit kann ich eigentlich sagen, dass ich unheimlich oft an meine Grenzen gekommen bin und auch gleichzeitig Probleme hatte, mir diese vermeintlichen Schwächen einzugestehen. Also es fühlte sich jedes Mal direkt wie Versagen an, wenn ich zum Beispiel Donnerstag gesagt habe nach dem 2. Modul, okay, ich schaffe das nicht mehr, ich muss jetzt nach Hause fahren. Ich habe immer noch irgendwie in mir das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen, also warum ich nicht noch mehr tue, warum ich nur so wenig Module besucht habe und kein besseres Zeitmanagement mehr habe und warum ich mich nicht zusammenreiße. Also das sind irgendwie alles negative Glaubenssätze in mir, die sehr leistungsbezogen sind und an denen ich auch echt noch arbeiten muss. Und ich finde es schon mal gut, dass ich ihnen nicht blind folge und mir deswegen extrem viel Stress selber mache, sondern dass ich sie wirklich bewusst wahrnehmen kann und auch spüre, dass ich unter ihnen leide. Und letzten Endes, dass ich auch Rücksicht auf meine Grenzen nehmen kann, denn das ist wahrscheinlich so der Inbegriff von Selbstfürsorge. Ich habe in diesem Semester auch gemerkt, dass es mir gut geht, wenn mein Leben ausgeglichen ist. Also ich liebe meinen Job wirklich und ich studiere auch total gerne. Es ist nach wie vor mein Traumstudiengang, sonst würde ich das Ganze nicht so durchziehen, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen länger brauche, als es von der Gesellschaft so angedacht worden ist. Und ich brauche natürlich ab und zu auch mal Freizeit und einfach Me-Time und auch Zeit, um YouTube zu machen, um kreativ zu sein. Das ist nun mal auch ein sehr zeitintensives Hobby. Und ich mache nebenbei Therapie und möchte mich mit anderen Leuten treffen. Und manchmal möchte ich auch einfach nur mit Wally sein. Und dann brauche ich natürlich auch noch Leerlauf für meine Kreativität und um neue Ideen zu entwickeln. Und das ist alles sehr, sehr viel, das
bei einem Vollzeitstudium, so sage ich es mal, einfach gnadenlos untergehen würde. Ich arbeite nach wie vor daran, das alles unter einen Hut zu bringen und mich nicht selbst dabei zu verlieren oder allzu sehr irgendwie zu stressen, weil das ist dann halt auch nicht förderlich für den Spaß, den ich an all diesen Sachen habe. Das Semester im Allgemeinen hat mir einfach sehr viel über mich selbst beigebracht. Ich wachse, ich heile immer noch und weiterhin und manchmal brauche ich auch einfach Zeit, um eine Pause zu machen zwischendurch und um neue Kraft zu sammeln für den nächsten großen Sprung. Und ich denke, es ist immer die Perspektive, durch die der Verlauf einer Geschichte bewertet wird. Also manche gucken sich vielleicht dieses Video an und denken sich, oh mein Gott, die ist ja auf ganzer Linie gescheitert. Wie kann sie nur einfach nur so wenig Module haben und das dann immer noch nicht auf die Reihe kriegen? Und andere können aber auch vielleicht die Haltung haben, dass sie denken, wow, cool, sie ist auf dem Weg, sie kennt sich selber, sie nimmt sich selber wahr, sie reagiert darauf und sie findet immer wieder Lösungen, um trotzdem an ihr Ziel zu kommen. Es sind zwei unterschiedliche Blickwinkel und dennoch ist es die gleiche Geschichte, die ich sozusagen diesen beiden Personen erzählt habe, hier vor meiner Kamera. Letztendlich war es dann so gewesen, dass ich in diesem Semester nur eine Prüfung geschrieben habe und eine Prüfungsleistung abgegeben habe. Ich habe eine Studienleistung, also einen Vortrag gehalten und habe auch zusätzlich noch ein Zertifikat bekommen für mein Kompetenztraining in der Kita. Und mit all diesen Leistungen bin ich dennoch ein Stückchen näher an meinem Bachelor. Ob ich jetzt nur eine Prüfung mehr abgelegt habe oder nicht, ist egal. Ich kann hier sitzen und sagen, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, durch dieses Semester gut zu kommen und ich habe mich zurückgekämpft. Obwohl natürlich meine gesundheitlichen Probleme immer noch da sind. Recovery bedeutet auch nicht Heilung. Also Recovery ist ein Prozess, in dem man lernt, trotz seiner Probleme, trotz seiner Einschränkungen, auch wenn sie vielleicht niemals im Leben mehr weggehen werden, dass man dennoch ein gutes Leben führen kann und vielleicht sogar glücklich ist. Und es ist natürlich auch so, ich kann immer nur einen Tag auf einmal leben und das ist der heutige Tag und ich kann nicht sagen, was in der Zukunft kommen wird. Ich kann das, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht mehr wirklich verändern. Aber ich kann den heutigen Tag leben und genau das muss ich jetzt tun, denn wir haben schon wieder viel zu lange miteinander geplaudert. Aber es war schön gewesen, es hat mich gefreut, mal wieder so lang und breit über das ganze Studiumthema zu reden. Und falls ihr noch weitere Fragen habt zu mir, zu meinem Studiumgang, zu dem Ganzen drumherum, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht kann man daraus auch nochmal ein FAQ machen zusätzlich. Und falls nicht, ist das auch kein Problem, dann hoffe ich einfach, dass wir uns bald wiedersehen. Und ja, bis dahin. Bye, bye.